Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Phantasio World Resort mit unserem lieben Hannibal. Ja, ihr hört es vielleicht, es halt ein bisschen. Sorry, dafür das kann ich im Moment noch nicht verhindern. Die neue Wohnung ist nicht in der Hinsicht schon ausgestattet, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt alles schon so dicht. Ja, ihr seht, was jetzt hier passiert. Die Wände werden noch ein bisschen dekoriert in unserem Tempelbereich. Ja, ich habe mir gedacht, das sieht ein bisschen zu eintönig aus. Machen wir da noch ein bisschen was, damit es schöner und ein bisschen gleichmäßiger aussieht. So, da haben wir hier goldvertiefelte Hieroglyphen. Hier haben wir steingemeißelte Hieroglyphen. Dann noch ein paar Vasen hingelegt. Ja, ein bisschen mit dem Licht noch gespielt. Ja, muss ja auch sein. Das muss auch sein. Auf jeden Fall. So, dann hier die Scheinwerfer eingebaut. Ja, dann habe ich das Ganze auch schon getimed. Ja, das habe ich schon gemacht. Das habe ich, meine ich, offscreen gemacht mit den Timern. Ja, das sieht ihr nicht. Ja, das ist immer so eine langwierige Aufgabe. Die möchte ich euch nicht antun. Also nicht im Video. Vor allen Dingen hatte ich Scheinwerfer, die überlappt haben. Ich bin hoffentlich mit der Farbwahl von den Scheinwerfern jetzt gefällt euch. Ja. Ich habe immer geguckt, dass die möglichst so ein bisschen versteckt sind. Ja. Dass es ja so indirekte Quellen sind. Also dass man das nicht so direkt sieht, wo das Licht herkommt. Ja, natürlich, es ist ein Freizeitpark, es lässt sich nicht verhindern. Und wenn man nach oben gucken würde, okay, ja, dann würde man da die Scheinwerferbündchen, Spotlichter natürlich sehen. So, nun hier beleuchtet, hier noch überall ein bisschen Kleindeko hingestellt, ein paar Kisten, noch eine Lampe. Ja, es ist halt eine Ausgrabungsstätte quasi eines alten Tempels. So, ihr seht, oh, ich hab's doch drin. Ja, dann habt ihr doch mal ausnahmsweise voll die Auslöser drin im Video. Jo, ich wusste nicht, als ich das aufgenommen habe. Ja, ist schon ein bisschen was länger her, dass ich das aufgenommen habe. Ich bin schon selber wieder ein bisschen weiter. Ja, ist halt schon fast eine Woche her. Und jetzt natürlich sehe ich das, wenn ich jetzt beim VoiceOver aufnehme, sehe ich dann immer, aha, okay, hat der Typ das so gemacht? Ernsthaft? Ja, was soll ich sonst sagen? Ernsthaft? Natürlich. Ja, es ist auf jeden Fall, es macht Spaß. Ja, es sollte extra diese Flammen, sollten beim Übergang kommen. Und jetzt habe ich das Licht gesucht. Es war einfach nicht zu finden. Ich habe diesen Scheinwerfer gesucht. Und dann ist mir erst irgendwann aufgefallen, aha, die Dinger sind überlappt. Jo. Ach, ja. So hat man das manchmal. Schon ist alles eingestellt. Ja, es geht von dem Timing her, ja. Alles ist von diesem Entzünden quasi abhängig. Und dann auch noch beim Deaktivieren eingestellt. Ach ja. Und den Nachbarraum haben wir fertig. Ja, den Nachbarraum haben wir fertig. Das ist hier heute übrigens mit, ich glaube, 800%. Heute etwa 800%, glaube ich. Also ordentlich Gas gegeben. Ja. Ich versuche ja, wenn schon, den ganzen Raum und eine auch fertig zu haben in einer Session. Ja. Also, nicht wundern. Aber es kann auch mal sein, dass ich jetzt mal vielleicht demnächst in einen anderen Raum noch in einen anderen Ort arbeite. Dann kommt der Teil 4 etwas später. Teil 3 kommt auf jeden Fall nächste Woche. Ja, und dann auch nicht so wie heute ein bisschen verspätet, sondern der kommt dann wirklich samstags. Ja. Es war gestern einfach ein bisschen hektisch, kam dann nicht dazu.
das noch aufzunehmen. So, und hier seht ihr, wo ich da dran war. Ah, das war eine Arbeit. Ich habe gedacht, ich werde bescheuert. Ich werde echt bekloppt. Ja. Wo ist der fucking Scheinwerfer, der mir da wirklich alles versaut? So. Ja, ich benutze heute mal wieder Kraftausdrücke. Tut mir leid. Es ist einfach wirklich Mist. Ja. Wenn man da irgendwie gucken muss. So, jetzt habe ich ihn gefunden. Ja. Hab gesehen, aha, die sind übereinander gelappt. Gut, jetzt habe ich alles. Und es geht weiter mit dem nächsten Raum. Ja. Erstmal die Steinwand. Also ein bisschen Steinwand. Ja, ihr merkt schon, das wird der Dschungel. Ja, das ist der Dschungelbereich. Ja, da habe ich jetzt geguckt, wie kriege ich den hin. Schön, schön Dschungel hingesetzt. Natürlich Fächerblümchen, so quasi als Begrünung, dann hier ein paar Palmen gemacht. Ja, also ich habe mich jetzt da an unserem Tropengebiet, habe ich mich orientiert. Ihr merkt schon, es sind eigentlich Sachen in dieser Tour, die im ganzen Park vorkommen. Ja. Eigentlich. Ja, es wird dann schon ein bisschen Unterschiede natürlich geben. Danke nochmal fürs Feedback an Bruder Diesel und an Benutzername, ja, die mir gesagt haben, ja, das und das könntest du ja machen für den nächsten Raum. Also jetzt erstmal den Tempelraum fertig gemacht, ja, und hier den Raum mit entsprechender Tropen Thematisierung. So, den habe ich jetzt fertig. War eine Arbeit. Das war eine Arbeit, Leute. Wirklich. Hat Spaß gemacht, aber es war Arbeit. Weil ich habe gemerkt, okay, die Höhe der Halle, die ich da geplant hatte mit den Sterntafeln, das ist zu niedrig für den Baum. Gut. Ich habe noch ein bisschen Platz nach oben. Dann ziehen wir das doch nach oben. So. Ein bisschen kann ich noch nach oben ziehen. Ja. Die Station ist ja schließlich noch nicht sichtbar. Also kann ich es nach oben, ein bisschen nach oben ziehen. Ein bisschen zumindest. Zwar nicht viel, aber hier und da kann ich schon mal ein paar Sachen noch nach oben ziehen. Und habe etwas Platz. Ja. Natürlich habe ich immer darauf geachtet, dass das jetzt da nicht irgendwo dann hinklappt. Ne? Also, das darf ja auch nicht sein. Ne? Ja, wie hier, ja. Muss ich halt ein bisschen nach vorne ziehen, ist ja auch nicht schlimm. Ja, hier kann man auch mal gucken, ja. Ein bisschen an der Höhe spielen, das kann man ja alles, ne? Das ist ja alles kein Problem. So. Dann muss ich halt ein paar Sachen da an der Stelle ein bisschen ändern, ja, das ist alles wirklich kein Problem. Ich finde, das ist ganz gut geworden. Ja, also, natürlich, im das darf in einem Truppenbereich nicht fehlen. Ja, Tiere kommen. Ja, Tiere dürfen nicht fehlen. Tiere. Ja, was für Tiere? Ja, keine Ahnung. Weil er dafür Tiere hingemacht hat, der Knaller. Aber es dürfen keine Tiere fehlen. Nee. Ach, ehrlich. Nee, ich wollte da so ein bisschen Diorama-mäßig wollte ich das haben. Von der Höhe her konnte ich dann diesen Baum endlich verwenden. Ja, dafür die ganze Arbeit, um diesen Baum da verwenden zu können. Und um hier dann einen kleinen, ja, quasi Bachlauf, der da in die Mitte geht, zu machen. So, dann ist mir aufgefallen, okay, wenn ich es so mache, darf ich es. Ja, dann verschiebt sich das Wasser nicht. Andersrum darf ich nicht. Ja, es ist immer wieder dasselbe. Ja, ich musste jetzt auch gucken, dass ich das alles mal in eine Gruppe kriege. Ich möchte die Sachen, wenn möglich, in einer Szenariegruppe haben. Das macht es mir im Nachhinein dann einfacher, solche Sachen zu korrigieren. Ja, und da habe ich jetzt mal noch schnell aus dem Workshop mir ein Kamel geholt. Ja, das muss auch mal sein. Ein Kamel. Jetzt, Archäologen, die müssen auch noch gefärbt werden. Ihr könnt Farben vorschlagen, wenn ihr wollt.
könnt generell noch ein bisschen so vorschlagen, was ihr gerne noch hättet für den Park. So, ja, ich hatte jetzt geguckt, wer kann denn auftauchen, ja? Ich wollte einen kleinen Shocking-Moment hinkriegen, ja. Ähnlich wie bei Phantasialand, wenn der Weiße Hai auftaucht, wenn man das erste Mal das Ding fährt, dann ist es schon ein kleiner Schock. Sowas wollte ich auch, ist aber nicht so einfach. Und hier war es dann so, ja, das Holz ist was an, ist ein bisschen anders, okay, verstanden, geht nicht, naja. Dann habe ich mich geguckt, was ich auf der anderen Seite mache, ja, damit das dann, und das sollte dann möglichst so nah wie möglich, natürlich das Hippo, ein Hippo, ja. Ich habe mir gedacht, ein Hippo ist bestimmt, sieht genauso gefährlich aus, ne? Ein Happy Hippo für euch. Ja, ja. Was quatscht der eigentlich für einen Blödsinn die ganze Zeit? Ich weiß es nicht, was der für einen Blödsinn quatschen kann. So. Dann habe ich geguckt, was ich für Wassereffekte für nutzen kann. Das Problem ist, Wassereffekte im Dunkeln funktionieren bei Planet Coaster etwa gar nicht. So, dann habe ich geguckt, wenn ich hier diesen Dampf reinmache, das geht einfach zu stark auf die FPS. Ich möchte nicht irgendwie wie beim letzten Mal durch die Nebelplatten oder sonst was die Frames einfach in den Keller schmeißen. Nicht, wenn es nicht sein muss. So, da ein Steg hingebaut. Ja, dann hier die Szene noch abgeschlossen. Also ein Truck. Ein Geländewagen, jo, ein kleiner Geländewagen und ein Truck, der irgendwas transportiert. So, dann hier so stilistisch geguckt, dass da quasi schon ein eingefahrener Weg ist. Ja. Da, der Geländewagen, der kann auch durch die Botanik durchkrachen, so ist es nicht. Ja. So, und das Ding, ja. Da zurück rückwärts geschleudert werden, das kommt hier hinten hin. Ja, ich habe mir gedacht, eine kleine, vielleicht mache ich noch so eine kleine Explosion oder so. Wir haben so eine Stunt-Explosion. Ja, wir wollen ja schon ein bisschen so Effekte haben. Na? So, da habe ich geguckt, was ist so eine kleine Explosion, wo dann jemand zurückgeschleudert werden könnte. Natürlich, es ist nur ein Effekt. Es ist wie ein es ist maximal ein quasi ein Feuerwerksknaller. Mehr ist das ja nicht. Ja, das soll ja schon noch ein bisschen realistisch sein. Schließlich schaut euch doch mal Talurkan an, da läuft den ganzen Tag eine Feuerexplosion. Ja. Und hier habe ich mir gedacht, ja, muss ich auch gucken, dass ich da irgendwas finde. So. Da habe ich mir dann auch gedacht bei dem Feuer, bei dem Feuerkreis da. Ups, geht ja auch. So, jetzt kommt das Licht. Ne? Glühwürmchen. Ja, das sind ja Effektglühwürmchen. Das sind ja keine echten Glühwürmchen. Ja, ja, so ein Tierquäler bin ich ja nur auch wieder nicht. Ne? Also, wenn ihr schon wieder sagtet, ja, der quält ja die Tiere, wenn er da ein Glühwürmchen einsperrt. Nein, mache ich nicht. Also echt. Was denkt ihr eigentlich alle von mir? Ja, wahrscheinlich immer nur das Schlimmste, ne? Lustig. So, jetzt mal kommen wir zum Licht. Ja, Licht ist jetzt sehr wichtig in einem Dark Ride. Damit kann man sehr viel Sachen auch verdecken. Oder auch die Leute dahin lenken, wo sie hingucken sollen. Ja, da, wo viel Licht ist, da schauen die Leute dann schon mal direkt hin. Das ist klar. So, dann hier oben in der Baumkrone noch ein bisschen Licht reingemacht. Ja. Ja, da muss auch sein. Finde ich gar nicht so schlecht. Dann habe ich hier noch unseren einen Kroko haben wir. Ja, einen bösen Kroko. Ja, muss ich natürlich gucken, dass der da nicht irgendwo reinbackt. Ja. Aber ein böser Kroko, der da rumläuft, der musste sein. So. Dann hier allgemein so ein bisschen quasi türkis. Ja. Damit das da unten das Wasser schön aussieht. Und eine Lampe, ja, wenn der Hippo auftaucht,
Das ist noch nicht fertig übrigens. Ja. Also hier habe ich die Effekte noch nicht abgetimt. So, dann ging es auf der anderen Seite weiter. Ja, da habe ich mir gedacht, komm, dann machst du jetzt so eine Bergwand quasi hin. Ja. Die willst du da haben, dann machst du eine Bergwand hin. Ja. Ah, die ist dann zum Schluss quasi, die Steine sind dann quasi komplett von mir. Ja. Ja, ich konnte, du kannst ja hinter der Wand, kann man ja dann so ein paar Sachen wieder einsparen, ne? So 3-4 Teile. Ja, hat doch Vorteile. Hier mache ich dann den Wasserfall doch hin, auch wenn man ihn im Dunkeln schlecht sieht. Ja, natürlich sieht, das ist einfach Rail Coaster. Ja. Wasser kann das Spiel einfach nicht so wirklich gut. Sagen wir es so. Ja. Physikalisch korrekt fällt man mit dem Bass im Mittelteil, ja, der fällt dann quasi fast physikalisch korrekt. Aber das ist mir egal gewesen jetzt. Ich habe das jetzt so eine Steinwand gebaut im Hintergrund und generell sehr viel mit Felsen gearbeitet, um das Ganze da schön zu machen. Ja, erstmal die Kollision überall wieder ausgemacht. Ja. Ich hatte ja extra die Kollision angemacht, alleine für die, wie heißt es, damit ich, wenn ich jetzt das Terrain forme, dass der da die Szenerie nicht reingeht. Ja, das werde ich vielleicht noch verwenden, als um dafür zu sorgen, dass wir ja hinten, wo wir den Eingang vom Steampunk-Gebiet bauen wollen, dass da das Problem nicht kommt. Ja, ihr seht, ich habe da jetzt eine komplette Steinwand hingemacht. So, jetzt müssen da natürlich ja, ein bisschen ein paar Pflänzchen hin. Sie natürlich hier Tang, ja, Seetang. Er sieht einfach für diesen Fall da ganz gut aus. Ne? Da oben dann halt so ein bisschen Begrünung. Ja, mit, auch mal mit der roten Pflanze, ja, mit dem roten Busch. Dann noch Palmen da oben hin und alles. Einfach dafür sorgen, dass die Wand nicht karg aussieht. Es ist ein Tropenwald. Ja. Da gibt es nichts Karges oder kaum was Karges. So, da oben noch die Palmen hin, jetzt noch die Beleuchtung und dann sind wir da eigentlich mit dem Raum fertig. Ne? Und dann geht es in den nächsten Raum und der nächste Raum wird gruselig. Ja? Der nächste Raum wird gruselig, das haben wir ja schon mal festgestellt. Das wurde sich gewünscht vom lieben Benutzername und Bruder Diesel. Also werde ich das auch umsetzen. Dann wurde sich ja noch gewünscht der weiße Hai. Da muss ich gucken, wie ich das am besten darstellen kann. Ich glaube, das wird eher im letzten Raum, wenn überhaupt im letzten Raum werden. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das umgesetzt bekomme. Aber den weißen Hai-Effekt hast du auch schon hier. Bist du damit auch zufrieden? Ansonsten werde ich gucken, ob ich den weißen Hai noch wirklich hinbekomme. Ist aber ein bisschen schwierig. Weil so kleine Gebäude bauen ist im Planet Coaster ziemlich so Hintergrundgebäude. Das ist immer ziemlich schwierig. So, jetzt haben wir auch quasi einen Flusslauf, einen theoretischen Flusslauf. Oh. Wo das Boot auch langfahren könnte. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was er dazu sagt. Mir hat es jetzt auf jeden Fall gut gefallen. Ja, hier ist es dezent beleuchtet. Auf dieser Seite. Extra etwas dezenter, weil das Hauptspektakel ja auf der anderen Seite ist. Ja, das wisst ihr. Ja, und hier oben soll das ja so nur ein bisschen Nebeneffekt sein, ja, damit der Raum auch gefüllt ist. So, aber wir sind quasi am Ende der Folge angekommen und deswegen sage ich bis demnächst, euer Hannibal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Ciao.